Halli, Hallöchen und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Inner World 2, der letzte Windmönch. So, ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich möchte jetzt endlich weiterkommen. Wir müssen diesen Deppen jetzt beweisen, die da oben drin sitzen. Erst haben sie uns nicht geglaubt, dass wir eine Flötennase sind. Dann haben sie uns nicht geglaubt, dass wir der König sind und jetzt müssen wir fliegen. Ich habe keine Ahnung, aber da wir diese Platten hier ja nicht brauchen, na, tun wir sie erstmal wieder rein. Die vermüllen ja sonst nur unser Inventar. So. Nein. Die kommt dahin. Die kommt dahin. Und die kommt dahin. So. Jetzt gucken wir irgendwie. Wir müssen denen noch beweisen, dass wir der König sind. Wir müssen fliegen. Und wir müssen irgendwie... Also dafür müssen wir bestimmt dieses komische Kackviech wiederkriegen. Aber das ist ja weg. Warum hat der das nur rumgekaut? So ein Blödmann, ey. Was können wir machen? Was können wir machen? Nase. Können wir an der Nase hochklettern? Ich habe meine eigene Flötennase. Ich möchte an diese Tafel kommen. Verdamm ich. So, da ist die Statue. Ganz schön groß. Was kann man damit machen? Dazu fällt mir nichts ein. Schlitzen wir sie auf. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Können wir sie mit der Schrofkralle bearbeiten? Warum sollte ich das tun? Ich habe eine Idee. Der Kessel hängt doch relativ hoch, oder? Ich habe meine eigene Flötennase. Das Wurzelende an die Nase. Vielleicht kann ich das Ende der Wurzel über die Nase werfen. Ich habe eine Idee. Das Viech ist schwer, ne? Und wenn dieses Viech schwer ist, machen wir das kaputt. Vorsichtig. Oh, das ist man gewöhnt. Was ist denn? Jetzt doch immer so windig. Nee. Hoch. Dum, 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 dum. Nein. Einfach nein. Ich hab gedacht, vielleicht schaffe ich's das irgendwie. Naja, dann könnte ich. Obwohl, nein. Weil hier ist schon ein bisschen kaputt. Und ich dachte, vielleicht kann ich damit kaputt machen und so, ne? Das brauche ich nicht abdecken. So einfach ging das? Ups. So einfach? Das würde nicht funktionieren. Ich bin, glaub, zu. Eine mysteriöse Holztafel. Da ist etwas drauf eingraviert. Nehmen wir mit. Können wir. Ja, na klar. Die Wurzel nehme ich erstmal wieder mit. Pam. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich, Hm? Ich habe versucht, dieses Ding kaputt zu machen. Mit Wind. So. Schwingen hin und her. Und ich musste einfach nur an den blöden Kessel ran, der eben sonst zu schwer war. Das letzte fehlende Puzzleteil. Es ist da. Ich möchte sehen, was da drauf steht. Ui. Wow. Kann ich jetzt mal zu den Halterungen? Ich möchte die Geschichte hören. Nein! Da steht: Einst lebten die Asposa im Einklang mit der Dynastie der Flötennasen. Guter Anfang für eine Geschichte. Jetzt? Da steht:
Doch einer aus den Reihen der Dynastie griff nach Macht, die ihm nicht zustand. Oh nein! Da steht, die Dynastie konnte den bösen König stürzen. Und dann? Da steht, die Dynastie beschloss, es nie wieder so weit kommen zu lassen. An ihrer Stadt ernannten sie 3 Windmönche als ihre Vertreter unter den Asposern. Okay, und jetzt der Rest der Geschichte? Da steht, sie zogen sich tief in den Wurzelwald zurück. Aus Geschichte wurde Legende und aus Legende wurde Märchen. Bis die Erinnerung an die Dynastie vollkommen verblasste. Ach, und das war jetzt unsere, das war die ganze Vorgeschichte. Ach, ist das schön. Ein Monolith. Was diese Symbole wohl zu bedeuten haben? Keine Ahnung. Wie weit man von da oben wohl schauen kann? Geh mal nach runter. Kann man da irgendwas dran machen? Das wird nicht klappen. Kann man da jetzt reinkommen? Besonders viel Licht kann da nicht reinkommen. Der Monolith. Wie weit man von da oben wohl schauen kann? Halterung. Okay. Warum sollte ich das tun? Ich weiß nicht, aber da ist ja das Symbol. Kann man da noch irgendwas machen? Kann man da irgendwas verändern? Was passiert jetzt? Ist da nichts zu sehen. Was ist, wenn man das in umgekehrter Reihenfolge macht? Sieht man auch nichts. Also wir müssen das Ganze komplett machen. Ach nee, ich glaube, das könnten wir ans Ende machen. So. Ach nee, das könnten wir. Und so. Und so. Da erscheint. Oh. Jetzt ist da der Windmönch. Warte mal, auf den Monolithen. Auf den Monolithen. Berge, Windmönch. Ding und Basil. Was hat das mit dem Windmönch auf sich? Das ist der Anfang. Dann kam das. Das war ganz am Ende. Mit dem Loch. Das war da und das war da. Kann ich da hingucken? Ich glaube nicht, dass die Halterung dafür gemacht wurde. Keine Ahnung. Jetzt ist da wieder der Windmönch. Kann man das abdecken? Könnte man machen oder lassen. Was hat's mit dem Monolithen auf sich? Zu weit weg. Kann ich da die... Das wird nicht klappen. Wurzel dran machen? Kann ich mein Lied spielen? Ah, das ist das Rätselslösung. Feuer? Windmönch.
Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine grandiose Idee. Wir machen das erst ganz runter, stellen uns drauf und dann... Dann gehen wir da drauf und dann... Wie weit man von da oben wohl schauen kann? So, und jetzt spielen wir das Lied und tun uns ganz weit hoch machen. So weit, wie der Windmönch zeigt. Aber wenn da immer das Windmönch-Symbol ist, dann können wir, wenn wir das nicht verändern können, das verändern. Und jetzt guck. Guck, Robert. Jetzt stehen wir hier oben. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Okay, müssen wir noch eins hoch. Hey, da! Siehst du das? Ernsthaft? Der kleine Kerl von eben steht da vorn auf einem Felsen. Ja, hallo, kleiner Mann. Das sieht nicht aus, als würde ich fliegen, oder? Nein, tut mir leid. Okay, ich gehe am besten. Sieht nicht aus, als würde ich fliegen. Sieht das aus, als würde ich fliegen? Also, er hat gesagt, dieses Viech sieht aus... Wie weit man von da oben wohl schauen kann? Wie die Berge vom Ausblick. Und dann da oben hat er gesagt, oh, da sind aber schöne Berge. Ja, in meinem Gehirn gehen manchmal seltsame Dinge vor sich. Es tut mir leid. Ach ja, das sieht so cool aus. Jetzt sind wir da oben. Mich soll der Windmönch holen. Er kann fliegen. Ein fliegender Vollidiot. Aber egal. Er ist der König. Ach du meine Güte. Cool. Es tut mir so leid, dass wir euch nicht geglaubt haben. Ach, das macht nichts. Verratet ihr mir jetzt das Lied? Ja, bitte? Ja, natürlich. Wo hatte ich das Liederbuch? Das hast du in die Wäschekammer getan. Oh, stimmt. Danke. Ihr habt da oben eine Wäschekammer? Da haben wir's. Danke. Schön. Ach ja. Jetzt kann ich das Lied spielen. Ich kann das Lied spielen. Sollen wir das jetzt noch machen? Sollen wir das jetzt machen? Ja, komm, machen wir es noch. Ah.
Was ist da passiert? Cool, da passiert was. Guck mal. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Da sind jetzt andere Symbole drauf. Also ich würde mich ja da gerne noch weiter mit beschäftigen jetzt, aber ich glaube, das machen wir bei der nächsten Folge. Ich weiß selber nicht, wie es weitergeht. Ich bin selber gespannt, aber dann freue ich mich umso mehr, wenn es weitergeht beim nächsten Mal. Wieder beim Let's Play von The Inner World 2, der letzte Windmönch. Seid gespannt bis dahin, habe trotzdem noch einen sehr schönen Tag und wir sehen uns. Tschüss!